Bist du nun ordentlich aus? Ja, ganz toll. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Deutsches Pilsner mit dem Löwen. Miau, welches Pilsator. Schön formell sich ja. Ja, muss ja. So, was haben wir da so? Ah, guck mal, hier steht ja gar nichts. Außer der Zutatenliste. Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt, Topfen, also deutsche Dreinetzebot. Kommt aus Frankfurt oder? Frankfurter Rohrperle. Frankfurt oder, ja. Ganz um die Ecke bei uns, quasi. Echte Bier aus Brandenburg. Ach, guck mal, da ist ein Löwe drauf. Ja. Das sieht aus wie ein Karnickel. Was? Wie guckst du denn? Ach, da. Ja, oder hast du ihn abgefroren gesehen? Kleine Geschichte, das Wichtigste steht drauf. Ist auch nicht abgelaufen. Und ja. Ja. Ist halt ein geiler Drüber drauf. Der sieht doch durstig aus. Mach auf, gib in. Aufruppen, in Kippen. Und mal spannend. Ich kann gleich den Grauen hier. Nicht den mit dem Finger einkippen. Bitte bist du nicht so aggressiv unterwegs, ne? Wie geht's? Ja, IPA. Da ist ja nicht mehr viel drin. Das ist ein 0,33er Glas. Da passt schon 0,33er drin. Was soll ein scheiß Glas hier eigentlich? Mach das weg. Na, wolltest du kein Glas? Nein, das ist immer ein Glas. Kein blaues. Naja, ich hab schon ein bisschen. So, wie sieht es aus? Wunderbar aus. So stelle ich mir ein Bier vor, ein bisschen Schäumier vielleicht. Das dürfen wir trinken. Wir haben nämlich hier die Reihenfolge ein bisschen geändert, damit wir schneller trinken können. Mal zum Wohl. Na? Mein Krieger wäre jetzt schon mit der Nase im Bier. Aber? Ja, ist gut. Was für ein Krieger. Ah. Mein Krüger meine ich eigentlich. Krüger. Was sagst du denn jetzt zum Geschmack? Über den Durchschnitt. Uhr. Ja, das werden wir gleich sehen. Apropos. Hier steht das. Uwe, unten wird's eklig. Schöne Grüße von Antonia und Flori. Ja, von oder an? Von und an? Von und an. Gegenseitig. Die haben uns da was geschenkt. Da darfst du dir jetzt auf die Stirn kleben, damit jeder mal weiß, was der Uwe ist. Nee, das lassen wir mal so. Wenn dem mal eine Stirn war, dann kannst du die mehr verwenden. Lass sie aufkleben. Ja, das kann ich machen. Na, mach halt, endlich. Schöne Grüße an Antonia und Flori. Wie wird sie kaputt liegen? Feierlich. Ja, Nico. Nico rennt hier wieder rum wie ein Zigeuner. Na, ich stand doch von Zigeunern ab, war das mir so? Ich nicht. Na, du bist auch adoptiert, das ist ja. Klar. Ich hatte ja Esel im Galopp verloren am Sommer gesagt. Ja, genau so war das, habe ich genau gesehen. Oh oh. Du musstet von oben nach unten schneiden. Richtige Malausbildung gemacht, ne? Nico ist nämlich nicht nur ausgebildeter Eingießer, der ist auch ausgebildeter Aufkleber. So, willst du uns noch erklären, was so ein Uwe ist denn? Oder erklärt sich das jetzt hier von alleine? Ich dachte, das reicht hier, wenn ich das hier aufklebe. Okay. Na, der letzte Schluck kommt drauf an. Ich bin mir sicher, er schmeckt nicht gut. Für manchen ist der erste gleichzeitig der letzte Schluck und da ist so. Naja. Ich hab schon alles erlebt. Ich hab schon Albträume gehabt. Bin dem Bier hinterher gerannt, die Bierkiste hat sich verpisst. Was war das jetzt mit dem Uwe? Gibt's den oder nicht? Wie schmeckt der letzte Schluck? Ist es schon fertig? Ja. War ja nicht viel drin, wa? Ich denke mal, das ist für, guck mal da. Das war der Uwe. Da schwimmt da. Aber ich finde doch gut, wie wir das machen, denn ich gehe davon aus, dass der Uwe da ganz anders ist wie der Uwe hier. Ja, natürlich, das ist ja der echte Uwe. Na, das ist ein Abklatsch-Uwe. Na, der teilt sich, kommt immer drauf an, weil wenn du kippst und die Unterströmung kommt und schiebt den nach oben. Ha? So was lernt man in der Eingießer. Genau, der trennt sich denn? Ja, den Uwe gibt er jetzt so. Der trennt sich nicht. Klar. Ich zieh schon mal zusammen, du trinkst ja da aus.
Ja, und wie gut hat der Löwe gebrüllt? Wir werden. Miau hat er höchstens gemacht. Echt? Naja. Schnurrt hat er nicht gerade, oder? Ja. Und geschnurrt hat er auch nicht, ey. Ja, die Leber hat er nicht mit dir gestreichelt. Nee, das zittert er immer noch. Ja, er hat schon mal angekloppt. Ein bisschen gekrallt hat er. Was war das? 17 Punkte? Bronze. Naja, muted Durchschnittsbier. Ja? Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Ja. Naja, preiswert, ne? Genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Also hallo und tschüss. Ja, ja, ein Rausschmeißerbier eigentlich. Naja, ja, Rausschmeißerbier ist was ganz anderes. Ich würde es jetzt nicht. Guckst du auf keinen Fall normal. Ich hätte jetzt irgendwie ein bisschen was Cooleres erwartet von Frankfurt oder. Ey, könnte. Naja. Frankfurt an die Oder. Was trinken wir als nächstes? Naja, du hast dich jetzt beschwert, jetzt wenn wir mal die. Der Tatenzeug rausholen. 200 Jahre Sternburg Export. Also unbedingt den Kanal abonnieren und kommentieren und teilen und so weiter. Jetzt haben wir. Ja. Gut. So viel würzig, aber es sind testen wir das ganz normale Sternburger Export, quasi die Fackel Neuköllns. Und wir werden aufschlüsseln, warum da 200 stand. Ja. Im nächsten Video. Bis demnächst. Haut rein. Schön mit Öl. Gut Schluck. Oder wie nennt sich das? Macht's gut. Bis demnächst.